Ich bin Mandy Barzig und ich arbeite hier in der ambulant-psychiatrischen Pflege. Mich freut besonders, dass ich meinen Hund Ronja mit zur Arbeit nehmen kann, dass sie mit zu den Klienten kommen kann. Sie begleitet mich zweimal die Woche. Das Besondere an der Ronja ist, dass sie halt nicht so einen aufgedrehten Charakter hat, sondern sehr ruhig ist, sodass die Klienten halt auch zur Ruhe kommen. Ich habe zum Beispiel einen dementen Klienten, der Probleme hat, Worte zu finden, und im Umgang mit dem Hund ist das alles viel flüssiger, als wenn ich mit ihm interagiere. Das ist phänomenal zu beobachten. Ich bin mit dem Otto in Altenberg, mein dem Friedhof. Bei mir da ich meine Arbeit selber einteilen, atmen, die Teile drüber machen, mit dem Funkinnen, mit der Martine. Ich bin durch die meine Frau ab und weil ich hier arbeiten kann. Ich glaube, 10 Jahre bin ich hier in Altenberg bei den Meinen. Ja, wenn die mir weiternehmen, dann mache ich das weiter. Ich bin Mira Rebe, ich bin 22 Jahre alt und studiere Soziale Arbeit in Dortmund. Und das Sozialwerk St. Georg ist mein Praxispartner. Hier arbeite ich 3 Tage in der Woche. Der Alltag hier in der Tagesstruktur ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Wir spielen viele Gesellschaftsspiele mit den Klienten. Wir unterstützen sie bei ihren Interessen und bei ihren Zielen. Dadurch, dass ich jetzt so viel Zeit mit denen verbringe, hat sich auf jeden Fall die Sicht auf die Welt auch verändert und auch auf die Klienten. Mein Name ist Julian Obst, bin 38 Jahre alt und wir befinden uns im Altstadtcafé Gelsenkirchen. Das Altstadtcafé ist ein Inklusionsbetrieb vom Sozialwerk St. Georg. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Wir verkaufen hier Waffeln, frisch gemachte Torten und kleine Speisen. Ich habe vorher in der Werkstatt gearbeitet und dann haben sie mir gesagt, wie es denn wäre, wenn ich dann mal draußen versuche zu arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht, ich versuche es einfach mal. Und dann bin ich relativ schnell in die Inside gewechselt und jetzt bin ich ins Altstadtcafé gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich so aufnehmen, wie ich bin, aber haben sie. Mein Name ist Patrick Autering, ich bin Mitarbeiter im Referat Bilden und Entwickeln im Sozialwerk St. Georg. Ich mache die Einführungsveranstaltung für alle neuen Mitarbeitenden. Es macht Spaß, vor allen Dingen, wenn man Menschen dann wieder trifft, die man mal in der Fortbildung hatte. Das Sozialwerk ist ja groß. Das heißt, ich komme auch viel rum und dann trifft man auch immer jemanden wieder, der mal vor 2 Jahren bei dir in der Fortbildung saß und jetzt eine ganz andere Position hat oder sich spezialisiert hat. Und dann denkst du, oh, ich war da so ein kleines Puzzlestein dabei und das ist natürlich schön zu sehen. Ja. Ich bin Christina, bin 26, komme aus Olpe und bin selber lesbisch. Ich bin in der Gruppe Vielfalt in Olpe und engagiere mich aber auch sonst fürs queere Leben oder auch queere Miteinander. Und dann haben wir letztes Jahr gesagt, wir machen einfach einen CSD. CSD ist einfach von der Menschenmenge her wie so ein Schützenfest, halt nur noch viel größer, noch viel bunter, noch viel lauter. Weil da kann auch wirklich jeder mitlaufen, egal ob queer oder nicht. Und das ist halt gerade das Schöne daran. Mein Name ist Marita Schiphaus, ich bin Verkaufsleiterin in Hamm-Hessen. Unser Secondhand-Laden zeichnet sich aus dadurch, dass wir unsere Ware hochwertig anbieten. Und wir sind extrem happy, dass jetzt nach so langer Zeit dieser Laden sich selber trägt. Für die Kunden ist es eine Bereicherung, ob mit oder auch ohne Behinderung. Für mich ist das Wichtigste, dass man zusammen mit vielen Menschen hier an diesem Projekt was in Bewegung setzen kann. Mein Name ist Karl-Heinz Nolde und ich wohne hier in Kirchhundem, welchen Endes. Ich habe Handball gespielt und das circa 30 Jahre beim VfL Gummersbach. Wenn man da so aufhört, sich zu bewegen, dann hat man verloren. Meistens 2-3 Mal. In der Woche bin ich unterwegs. Nicht nur immer lange Touren, sondern manchmal auch Richtung Siegen. Ja, und abends setze ich mich mal ein bisschen raus. Mein Name ist Katrin Grevendick. Ich arbeite seit 13 Jahren hier im Fachbereich Autismus als gelernte Heilerziehungspflegerin.
wir hier im Fachbereich Autismus waren, durch Corona am Überlegen, was wir machen mit unseren Klienten, jetzt wo so viele Aktivitäten wegfallen. Und kamen dann auf die Idee, die Alpakas von Daniels Kleine Pharma zu uns einzuladen. Und unsere Klienten fanden das sehr interessant, die Tiere einfach mal kennenzulernen. Und so ist das jetzt zu einem regelmäßigen Besuch bei uns im Garten geworden. Wir haben bei verschiedenen Klienten wirklich die Entwicklung, dass die bei den ersten Besuchen noch sehr skeptisch waren hier im Fachbereich, eher Abstand gehalten haben, sich das Ganze mal angeguckt haben und mittlerweile so weit sind, dass sie mit den Alpakas auch spazieren gehen im Garten. Also selber schon kommen, sich den Führstrick dann nehmen und ja, die Tiere führen. Ich bin der Ino, während der Ausbildung schon in der Jugendhilfe gearbeitet und jetzt dann halt auch wirklich als Fachkraft in der Jugendhilfe und muss auch sagen, dass ich hier nicht mehr weg will. Wir haben hier ganz viele Jugendliche, wirklich, die haben so ein schweres Leben gehabt und sind mit so krassen Problemen hier hingekommen. Und dann hat das ein Jahr gedauert, vielleicht auch zwei Jahre, bei manchen auch drei Jahren. Und die sind komplett andere Menschen geworden. Und ich finde das halt so schön, weil wir definitiv da halt auch alle stolz drauf sein können, weil wir den Teil dazu beigetragen haben. Ich bin der Pascal Lehmann. Mein Name ist Alexander Gärtner und wir sind wie die Wehen bei uns im Theater. Ich bin sehr stolz darauf, im Theater auftreten zu können. Ich bin stolz darauf, dass ich das hier machen kann. Weil mir das Theater einfach Mut gibt. Es gibt mir Mut, es gibt mir Kraft, es gibt mir Selbstvertrauen. Ein Highlight hatten wir. Und zwar, da hatten wir einen Auftritt in einer Cover. Da war der Vorstand da. Und die sind alle aufgestanden. Die sind wirklich alle aufgestanden. Das war wirklich schön. Ja, mein Name ist Heike Fuchs-Petzewski. Als ich vor 23 Jahren hier angefangen habe, habe ich mir nie vorstellen können, dass ich mal irgendwann mit VR-Brillen oder mit technischen Assistenzsystemen zu tun haben werde. Da bin ich eigentlich angetreten, um Menschen, die ambulant in ihren eigenen Häuslichkeiten leben, zu betreuen. Und ich muss auch sagen, ich hatte große Vorbehalte und auch Vorurteile, was die Altenhilfe angeht. Ganz klar, aufgrund dieser Dinge, dass man Menschen eben in großen Einrichtungen nur verwaltet. Das wollte ich nicht. Ich habe mir überlegt, dass es doch Wohnraum geben muss für Menschen mit Demenz, wo sie eine hohe Lebensqualität bekommen. Und das hat mich dazu getrieben, mich mit technischen Assistenzsystemen zu beschäftigen. Der Mehrwert ist der, dass der Wohnraum für die Klienten ausgestattet wird mit intelligenter Technik und das dazu beiträgt, dass die Lebensqualität gesteigert wird. Ja, wir sind hier in Recklinghausen in der alten Schule. Die alte Schule gehört dem Sozialwerk St. Georg. Es ist ein Inklusionsunternehmen und das wird von vielen Gästen auch als wohltuend empfunden. Wir haben bei den einzelnen Mitarbeitern die Möglichkeiten gefunden, wo sie hier richtig glänzen können. Und das ist schön, das ist wirklich schön. Guten Morgen, Heike. Einmal hier. Oh. Gehst du rüber auf die Zimmer? Ja. Machst du fertig? Ja. Okay. Lauf, lauf, hoch, Bettchen. Ja, bitte, lauf. Dreh mal, dann, ach du, dreh mal, dann, pack mal, schau 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 mal, schau. Ich bin die Doris Trimborn. Ich bin in diese Kirche reingekommen, in diesen Raum, und ich wusste, hier gehöre ich hin. Und das ist mein Ding. Wir besprechen natürlich nicht nur jetzt Impulse oder so, sondern wir sprechen auch über persönliche Dinge, wie wir uns gerade fühlen oder was wir an Unterstützung noch brauchen. Oder ja, auch wenn es einem mal schlecht geht, dann kann man das auch mal sagen. Ich finde, die Kirche ist eine absolute Bereicherung für das Sozialwerk. Ein Ort der Spiritualität, der Kreativität und des Zusammengehörigkeitsgefühls. Ich bin der Thorsten Hildebrand und wir sind hier in der Ländewerkstatt St. Georg im Hochrigalager. Musik verbindet.
egal, ob du Englisch kannst, Deutsch kannst, Musik, eine Melodie schon alleine verbindet. Ich kann mich damit besser ausdrücken, zum Beispiel auch. Also habe ich ein Lied geschrieben, hinten am Tag, ich habe mich hingesetzt, war in eineinhalb, zwei Tagen war ich fertig. Ein bisschen darunter rumgefeilt, dass es auch zur Melodie passt. Da ein bisschen ein paar Wörter gestrichen, da vielleicht ein paar dazugefügt und dann saß der Text. Vom Sozialwerk St. Georg im Sauerland ist die Ländewerkstatt sehr bekannt. Sie steht da mit ihrem guten Ruf, geben Hilfe, dürft ihr Menschen neuen Mut. Ob auf der Arbeit oder auch privat, wir sind gemeinsam an der Stadt. Menschen mit Behinderung oder auch nicht, St. Georg lässt uns nicht im Stich. Gemeinsam an der Stadt, das ist unser Motto. Gemeinsam anders stark, ja, so stehen wir. Gemeinsam anders stark, gehen wir nur Hand in Hand. Nur so können wir was bewegen in diesem Land. Wir arbeiten für Firmen und das macht uns Spaß. Bei Ausflugsfahrten lernen wir noch was. Ob für Shell, Falke oder Mannequins. Wir machen uns überhaupt keinen Stress. Und gibt es doch mal ein Problem, ist der Werkstattrat ist ganz bequem. Vom Werkstattleiter bis zum Klient, wir sind gemeinsam an der Stadt, so wie Zement. Gemeinsam an der Stadt, das ist unser Motto.